Herzlich willkommen zu Business as Unusual, der Online-Session-Reihe der Austrian Business Agency. Heute sprechen wir über das Thema Life Sciences in Österreich mit Dr. Robert Wawschinek, deutscher Gründer und CEO des Life Science-Unternehmens Cutanos in Wien, und Sarah Alkan, Geschäftsführerin der Herz und Heller Innovationsberatung und erfahrene Förderexpertin aus Wien. Und natürlich unseren Gastgeberinnen von der Austrian Business Agency, Dr. Doris Dobita, Direktorin der ABA, und Monika Schulz-Strelo, Business Advisor bei der ABA. Mein Name ist Anne-Kathrin Buhl. Ich begleite Sie heute im Hintergrund technisch-organisatorisch. Und bevor wir starten, möchte ich Sie noch um zwei Dinge bitten. Zum einen haben Sie am unteren Rand einen Button F und A oder Q&A. Dort können Sie Ihre Fragen an die Referentinnen und Referenten stellen. Wir werden sie dann gegen Ende der Online-Session aufgreifen. Und falls Sie technische Fragen haben, nutzen Sie bitte den Chat-Button am unteren Ende. Jetzt aber genug meiner Vorrede. Ich gebe das Wort an unsere heutige Gastgeberin Monika Schulz-Strelo. Liebe Ann-Kathrin, ganz herzlichen Dank an die Gäste von nah und fern. In Berlin ist Schnee, nur dass Sie wissen, Internet kann auch unterbrochen werden, aber wir machen das Beste. Wien, hat Wien Schnee? Nein, noch nicht. Liebe Doris, habt ihr Schnee? Doch, doch, ja. Viel Schnee. Oh, wunderbar. Also von daher packen wir es gut gemeinsam an. Letzte Lunch-Session in 2021. Es ist kurz vor Weihnachten. Eine Stunde haben wir Zeit, miteinander innovative Trends und Themen zu beleuchten, die gerade für internationale Firmen hochinteressant sind. Und wenn man sich Österreich mal von außen anschaut und nachforscht, ein regelrechter Boom in Biotech und MedTech-Industrie. Das ist wirklich grandios. Und Grund dafür, und das sagt unsere zuständige Ministerin, sind die effektiven staatlichen Förderungen und für die innovativen Unternehmen und auch die stabile Förderpolitik. Und die ist wirklich unabhängig von Regierungskrisen, hat die Bestand. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir in Deutschland und in Österreich gewonnen haben. Also auf die langfristige Förderpolitik Österreichs ist Verlass. Heute dreht sich eben alles um Life Science und dafür die dazu passende Förderlandschaft. Und wir wollen Sie ein bisschen auf unserer Life Science Tour auch mitnehmen und haben zwei kleine Umfragen eingebaut. Und ich würde jetzt Ann-Kathrin bitten, die erste Umfrage zu zeigen. Was hat die Haut und der Standort Österreich gemeinsam? Sie haben eine große Fläche, weil Österreich ist ja nicht so riesig. Sie spielen in der Forschung eine große Rolle. Haut spielt immer eine große Rolle. Und sie bieten Easy Access. Also antworten Sie, was Sie wissen. Wenn Sie es jetzt noch nicht wissen, wir würden nachher Sie bestimmt aufklären. Mein Name ist, wie gesagt, Monika Schulz-Strelo und ich arbeite von Berlin aus seit mehr als 12 Jahren mit meinen Wiener Kollegen und Kolleginnen und betreue eben nicht nur deutsche Firmen, sondern internationale Firmen, die sagen, Österreich ist unser Standort. Was müssen wir tun? Auf was müssen wir achten? Und da ist natürlich noch viel näher dran, meine wunderbare Kollegin Dr. Dovida, eine ausgewiesene Lifestyle, nicht nur Lifestyle, sondern Life Science, beides, Life Science-Expertin. Und sie kann nämlich ganz schön die Lunchtime verkürzen, indem sie sagt, was macht den Standort Wien und Österreich aus und warum Life Science so wichtig ist. Und es ist ja wirklich eine Disziplin, wo wir vor 3 Jahren waren sie auch wichtig. Wir waren auf vielen Messen gemeinsam. Aber was heute Life Science ja auszeichnet, ist wirklich, jeder schaut auf die neuen Ergebnisse. Jeder erwartet Maßnahmen und Instrumente und Informationen, was helfen kann, was gerade in dem ganzen Bereich der Impfstoffe Wirkung zeigt. Und wir haben halt viele Startups in dem Gebiet. Und viele Startups, das muss man auch sagen, werden nicht so massiv gefördert, dass ihnen die Millionen hinterhergeschmissen werden, sondern sie müssen sehr wohl darauf achten, wo sie im Grunde genommen die Förderung, wo sie gründen, wo sie die Förderung herbekommen, wie die Finanzierung aussieht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da ist Österreich sehr hilfreich und sehr führend in der Begleitung von Startups. Daher haben wir natürlich auch das große Glück, dass wir einen erfahrenen Deutschen aus Potsdam, muss man immerhin sehen. Robert Wawschinek, was macht ein Potsdamer in Österreich und warum gründet er in Österreich und nicht in Potsdam oder in Berlin?
Und Sie haben wirklich die Erfahrung. Und Sie werden uns auch erklären, was Cutanus macht. Und Sie werden wahrscheinlich auch die Auflösung für die Umfrage 1 uns liefern. Um dann, wenn wir das mit Ihnen durchgearbeitet haben, von Sarah Alkan und wie gesagt Herz und Teller, ein Unternehmen, wo man meinte, extra für Life Science gegründet, nein, langjährige Expertin, die mit uns dann durchgeht, wie sieht die Förderlandschaft aus? Warum ist Österreich spannend und was macht eigentlich die Forschungsprämie aus? Liebe Doris, wir steigen jetzt gemeinsam ein. Du hast jetzt den kurzen Überblick, warum Österreich spannend, gut und wichtig ist. Und dann gehen wir in die Tiefe mit unseren Expertinnen und Experten und bitte Ihre Fragen. Wir gucken, was Sie fragen. Wir gucken, dass wir es beantworten können und hoffen auf eine spannende gemeinsame Stunde. Liebe Monika Schulz-Strello, vielen herzlichen Dank. Ich muss sagen, ich bin ja froh, dass ich heute mein neues Jackett angezogen habe, wenn du mich schon als Lifestyle-Expertin titulierst. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen aus Wien. Mein Name ist Doris Dovida von der Austrian Business Agency ABA, Betriebsansiedlungsagentur der Bundesrepublik Österreich. Sie sehen hinter mir ein Bild von Wien, was Sie da nicht sehen können, wie schon gesprochen. Es schneit ganz dick und fest in Wien, es ist alles ganz weiß draußen. Also da kommen wir heute richtig in Weihnachtsstimmung. Das Thema ist, wie schon angekündigt, Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich mit Fokus auf Life Sciences. Ich habe Ihnen dazu auch ein paar Zahlen vorbereitet. Life Sciences meint alles von Biotech, Pharma, Medizintechnik bis hin zu Health IT. Und da ist Österreich relativ stark vertreten. Ich bin ja innerhalb der ABA für Deutschland zuständig. Da muss man immer so sagen, der Faktor 1 zu 10 in der Größenordnung Österreich-Deutschland, wenn Sie jetzt diese Zahlen anschauen. Aber es ist nicht alles klein, was aus Österreich kommt. Das AKH, das Allgemeine Krankenhaus in Wien zum Beispiel, ist das viertgrößte Krankenhaus weltweit. Und wir haben auch sehr viele große Pharmafirmen hier. Zum Beispiel investiert Boehringer Ingelheim gerade 700 Millionen Euro in seinen Wiener Standort, um ihn auszubauen. Es gibt aber auch, wie schon von Frau Schulz-Strehloff angesprochen, jede Menge Startups hier. Die sind natürlich auch für die ausländischen Firmen interessant. Gerade jetzt erst wurde zum Beispiel die Fabomed gekauft von BioNTech in Deutschland oder ein anderes kleines Startup wurde von der Sanofi übernommen. Also hier ist auch sehr viel in Bewegung. Hat auch damit zu tun, dass Österreich schon seit Jahren eine Life Sciences Strategie hat. Das heißt, man legt hier wirklich Wert darauf, diese Branche zu fördern. Und zwar nicht nur mit monetären Förderungen, sondern auch mit der entsprechenden Infrastruktur und den Rahmenbedingungen. Und damit komme ich schon zu den Standortvorteilen im Bereich Life Sciences in Österreich und in Wien im Speziellen. Was die Infrastruktur betrifft, gibt es hier Life Sciences Parks, wie zum Beispiel in Wien am Vienna Biocenter oder an der Universität für Bodenkultur, aber auch in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Tirol. Da gibt es die Life Science Hubs, die jetzt ins Leben gerufen worden sind. Die bieten Laborflächen, Coaching, finanzielle Förderung, alles, was man braucht, um ein Business zu starten. Es gibt auch den Business Park in Kundl zum Beispiel von Sandro, wo sich jetzt gerade BASF ansiedelt mit einer Enzymproduktion. Also es lockt auch die großen Firmen an, nicht nur die kleinen. Ganz wichtig sind natürlich die gut ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die von den zahlreichen österreichischen Universitäten kommen. Und sie sind nicht nur gut ausgebildet, sondern vor allen Dingen auch sehr motiviert. Österreich ist auf Rang 3, was die motivierten Mitarbeiter weltweit betrifft, also die am meisten motivierten Mitarbeiter. Und auch, was die Produktivität betrifft, da sind wir auf Rang 5. Und wenn das alles noch nicht reicht und Sie Ihre Mitarbeiter in Österreich noch nicht gefunden haben, muss ich an der Stelle noch eine kleine Eigenwerbung platzieren. Unsere Schwesterabteilung in der ABA, Work in Austria, ist dafür da, Fachkräfte aus dem Ausland nach Österreich zu holen. Denn Österreich ist auch für Arbeitskräfte und nicht nur für Unternehmen ein beliebtes Land. Zum Thema Förderungen werden wir im Nachgang von Sarah Alkan noch ganz, ganz viel hören. Nur ganz kurz, es gibt Förderungen auf Bundesebene und auch lokale Förderungen auf der Bundesländerebene. Da gibt es immer wieder Calls, zum Beispiel von der Wirtschaftsagentur Wien gibt es immer wieder Life Sciences Calls. Der letzte ist jetzt im September zu Ende gegangen und wird sicher nächstes Jahr wieder aufgelegt. Aber eben auch in anderen Bundesländern gibt es dazu Förderungen. Wichtig auch, dass Österreich generell eine überdurchschnittliche Forschungsquote hat, europaweit gesehen. Da liegen wir weit über dem Durchschnitt. Und die Forschungsprämie,
auf die kommen wir später auch noch zu sprechen, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, warum sich die Firmen hier ansiedeln. Das in Kombination mit einer niedrigen Besteuerung, insbesondere im Vergleich zu Deutschland, mit 25% Corporate Tax, die jetzt auch noch auf 24 und in einem nächsten Schritt auf 23% verringert wird. Ganz wichtig ist natürlich zu den Rahmenbedingungen auch die, wie soll ich sagen, non-monetären Vorteile. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Österreich Weltmeister in Plasmaspenden ist. Es gibt nirgendwo so viele Menschen, die Plasmaspenden gehen, wie in Österreich zum Beispiel. Dann ist ein Austrian Micro Data Center geplant, das dazu dient, dass alle Daten, alle verfügbaren Daten über Patienten, aber auch andere statistische Daten aus der Forschung wirklich ausgewertet und gemeinsam verwertet werden können. Das ist wirklich unique in Österreich. Und auch das AKH, ich glaube, wir haben heute auch jemanden unter unseren Zuschauern vom AKH Wien, von der Medizinischen Universität Wien, ist immer offen für Kooperationen, insbesondere auch mit ausländischen Firmen. Da gibt es ein ganz, ganz großes internationales Netzwerk, in dem wir sie gerne willkommen heißen. Die kurzen Wege und die einfachen Verbindungen zwischen den kleinen Startups und den großen Firmen, die machen, glaube ich, die Rahmenbedingungen in Österreich aus und machen es so einfach für ausländische Firmen auch hierher zu kommen und anzudocken. Und dabei unterstützen wir sie von der ABA natürlich. Worauf können Sie bei uns zählen? Die ABA, die Austrian Business Agency, begleitet Sie durch den Ansiedlungsprozess. Wir versorgen Sie mit Informationen über den Standort Österreich. Selbst in Zeiten wie diesen, wo das Reisen nicht immer einfach ist, organisieren wir Besichtigungen und Online-Gründungen sind sowieso möglich bei uns. Das ist ja überhaupt kein Thema. Wir helfen Ihnen, die geeigneten Mitarbeiter zu finden und sei es auch noch Unterstützung bei Visa-Fragen, wenn es um Angehörige aus Drittländern geht, die Sie zu Ihrer Firma nach Österreich holen wollen. Wir unterstützen Sie in allen Recht- und Steuerfragen, Förderungen natürlich sowieso auch. Und auch danach, wenn Sie sich hier in Österreich angesiedelt haben, unterstützen wir Sie noch bei Expansionsplänen. Unsere Services sind natürlich kostenlos, weil wir eben eine Tochterfirma vom österreichischen Wirtschaftsministerium sind oder Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, wie es richtig heißt. Und wir machen Ihnen den Eintritt nach Österreich einfach, sozusagen easy access. Damit darf ich mich auch schon sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie finden noch die Kontaktdaten von meiner Kollegin Monika Schulz-Strelow und mir am Ende der Folien. Die Folien bekommen Sie im Nachgang natürlich geschickt. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen und kommen Sie jederzeit auf uns zu, wenn Sie sich in Österreich ansiedeln wollen und Fragen zum Standort Österreich haben. Vielen herzlichen Dank und ich gebe zurück an Monika Schulz-Strelow. Monika, wir hören dich nicht. Danke für den Einstieg und auch für mich spannend, dass das AKH das viertgrößte Krankenhaus der Welt ist. Also wenn da nicht alles gut läuft, dann wissen wir es nicht. Ich muss sagen, ich war vor 2 Jahren in einem Wiener Krankenhaus und ich bin großartig betreut worden und würde natürlich immer wieder nach Wien gehen, bitte nicht ins Krankenhaus. Aber es lohnt sich, der Standort genauer hinzuschauen. Und wie gesagt, Frau Dr. Dobida in Wien, ich in Berlin, die anderen Kollegen an anderen Stellen sind einfach für Sie da. Eins hast du vergessen. Du musst bitte noch mal später auch darauf hinweisen und Sie alle bitte, wie wichtig das Netzwerken in Österreich ist. Das ist nicht allen deutschen Gästen und Zuhörerinnen so bekannt und so geläufig, aber du hast es so schön erklärt, das kleine Startup und das Großunternehmen, aber Netzwerke in Österreich bitte gut bedienen, weil das ist der Zugang, glaube ich, zu allen Möglichkeiten. Lieber Robert Freundchen, Sie in Potsdam. Aus dem Max-Planck-Leben gehen nach Wien. Warum Österreich? Was forscht und entwickelt Cutanus? Und wo geht die Reise hin? Jetzt folgen wir Ihnen und sind gespannt auf Ihre Antworten. Und Sie sagen uns natürlich noch die Auflösung zur Umfrage 1. Ja, mache ich natürlich gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Es war auch für mich sehr, sehr spannend, in der Vorbereitung auf dieses Webinar noch einmal zu rekapitulieren, was in den letzten 2 Jahren so alles Aufregendes in meinem Leben passiert ist, denn 2019 hätte ich zum Beispiel nie geglaubt, dass mir jemand erzählen könnte, dass meine Tochter zum Beispiel einmal in Wien aufwachsen werden würde.
Und ja, vielleicht als Einstieg, was unsere Firma Cotanos überhaupt macht und in den nächsten Jahren auch erreichen will, würde ich gerne kurz auf unsere Technologie eingehen und anschließend auch erzählen, wie es uns halt nach Wien verschlagen hat. Also Cotanos möchte durch eine eigens entwickelte Plattformtechnologie gezielt Immunmodulation in den Bereichen Impfstoffen und Therapien gegen Autoimmunerkrankungen entwickeln. Und einfach gesagt, wir geben dem Immunsystem des Körpers die Information über eine Struktur und sagen ihm anschließend, was er damit tun soll. Im Falle eines Impfstoffs soll also eine Reaktion hervorgerufen werden, die das Immunsystem aktiviert und dafür sorgen, dass virale Erreger rechtzeitig unschädlich gemacht werden können. Bei Autoimmunerkrankungen, wo der Körper eigene Substanzen als fremd betrachtet und attackiert, wollen wir ihm natürlich wieder beibringen, diese zu tolerieren. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn Milliarden Jahre Wettrüsten zwischen Krankheitserregern und Körper haben ein sehr komplexes Immunzellorchester hervorgebracht, das viele überlappende und auch zum Teil sehr gegenläufige Mechanismen bereithält. Die Reaktion auf solche Bedrohungen passiert durch unterschiedliche Zellen. Und dadurch kann das sein, dass der Impfstoff, den man dann verabreicht, entweder wird die Wirkung schwächer ausfallen oder vielleicht sogar komplett kompensiert. Und es ist nur sehr, sehr schwer, einzelne dieser Musiker in diesem Ensemble zu adressieren. Und wir denken, dass wir mit unserer Technologie ein sehr vielversprechendes Werkzeug entwickelt haben, um genau das zu erreichen. Was wir also machen wollen, ist eine effiziente Programmierung des Immunsystems durch eine gezielte Auslieferung von Substanzen an nur eine ganz spezifische Immunzellart. Und wir hoffen dadurch nicht nur die Nebenwirkungen zu reduzieren, sondern auch die Menge an benötigtem Wirkstoff, was, wie wir jetzt alle in den letzten Jahren mitbekommen haben, in einem pandemischen Szenario von sehr großem Vorteil wäre, um möglichst viele Menschen einen schnellen Zugang zu neuen Impfstoffen zu ermöglichen. Die Zellen, die wir uns dazu ausgesucht haben, heißen Langerhanszellen und sie befinden sich in der allerobersten Hautschicht, der sogenannten Epidermis. Und in ihrem Normalzustand nehmen diese Zellen körpereigene Stoffe auf, diese sogenannten Autoantigene, und sorgen für eine Immuntoleranz gegen diese. Kommt es jedoch zu einer Verletzung, durch die potenzielle Krankheitserreger in die Haut zum Beispiel eindringen können, werden diese Langerhanszellen aktiviert. Sie nehmen von nun an die eindringenden Pathogene auf und migrieren dann zum nächsten Lymphknoten. Dort präsentieren sie diese Antigene der Eindringlinge an sogenannte T-Zellen, welche sich mit der Information, wie der Eindringling aussieht, dann auf die Jagd machen, um diese dann zu bekämpfen. Um die Krankheitserreger aufzunehmen, trägt die Langerhanszelle einen ganz bestimmten Oberflächenrezeptor. Und dieser Oberflächenrezeptor erkennt die Zuckerstrukturen, die auf der Oberfläche des Pathogens vorhanden sind. Und so sorgt die Zelle dafür, dass der Krankheitserreger aufgenommen werden kann. Und basierend genau auf diesem Mechanismus haben wir jetzt das erste Wirkstofftransportsystem entwickelt, das sogenannte Langerhans Cell Targeted Delivery System oder kurz LCTDS. Und das ganz spezifisch nur von Langerhanszellen aufgenommen werden kann und andere Immunzellen mit ihren vielfältigen Rezeptoren erkennen unser System nicht. Dieser Ansatz, also unser Ansatz ist nun, das Immunsystem kontrolliert zu einer Reaktion auf ganz definierte Antigene zu bewegen. Und das will ich hier mal kurz an einem Beispiel eines antiviralen Impfstoffs zeigen. Dazu nehmen wir uns ein Antigen des Virus, zum Beispiel ein Oberflächenprotein, und verpacken es dann in unser LCTDS. Anschließend injizieren wir das Ganze dann in die Haut. Dadurch, dass unsere Langerhanszellen sich nur in der Epidermis befinden, ist es hierbei nicht nur gar nicht nötig, sondern vielleicht sogar auch eine Verschwendung, tief in tiefere Hautschichten oder gar in Muskelgewebe einzustechen. Und deswegen verwenden wir hier verletzungsfreie und vor allem auch schmerzfreie Mikronadeln, die es uns gestatten, nur unser Zielgewebe zu adressieren. Auf diese Art verlieren wir auch deutlich weniger Wirkstoff an zum Beispiel Gewebe, in dem nur wenig Immunzellen sitzen, die überhaupt eine Immunzellreaktion, eine Immunantwort auslösen können. Und anschließend kommt es dann zu der bereits gezeigten Aufnahme durch Langerhanszellen und die gewünschte antigenspezifische Immunantwort.
Also die Vorteile unserer Plattform sind somit erstens weniger Verlust des Wirkstoffs durch eine gerichtete Aufnahme in immunkompetente Langerhanszellen, was in der Konsequenz die Wirkstofflast und hoffentlich auch die Nebenwirkungen reduziert. Zweitens die minimalinvasiven Mikronadeltechnologien, die wir verwenden, verringert das Verletzungsrisiko und bietet auch Nadelphobiker neue Perspektiven, sich dann doch impfen zu lassen. Und drittens, ein großer Vorteil unseres Systems ist seine Kompatibilität, denn wir können das LC-TDS mit allen möglichen Antigenen kombinieren, von Proteinen über Peptiden bis hin zu mRNA. Und hier kommt uns der modulare Aufbau dieses Systems auch zugute, welcher uns gestattet, das LC-TDS mit anderen etablierten Technologien in diesem Bereich auch zu kombinieren. Gut, das war jetzt der wissenschaftliche Teil und ein Abriss von knapp 8 Jahren Forschung auf diesem Gebiet. Ich würde jetzt dann gerne die Geschichte erzählen, wie es uns nach Wien verschlagen hat. Diese Geschichte beginnt wie schon herauskristallisiert wurde, in Deutschland, genauer gesagt in der Region Berlin-Brandenburg. Nicht nur, weil ich in Berlin geboren und aufgewachsen bin, sondern auch, weil ich in Potsdam Chemie studiert habe und anschließend in organischer Chemie auch promoviert habe. Ich ging dann anschließend für 2 Jahre als Postdoc nach Australien und nach dem Aufenthalt suchte ich dann nach neuen wissenschaftlichen Herausforderungen, wo ich meinen chemischen Hintergrund einfach in einem etwas stärker biologischen Kontext anwenden konnte. Das war 2016 und völlig unbeabsichtigt verschlug es mich dann wieder in die brandenburgische Landeshauptstadt, wo ich dann Christoph Rademacher fand, der damals am Max-Planck-Institut für Kollid- und Grenzflächenforschung im Department für biomolekulare Systeme die Arbeitsgruppe für strukturelle Glykobiologie leitete. Und ich war von Anfang an völlig fasziniert von seiner Forschung an Immunzellrezeptoren und auch der Idee des LC-TDS, die dann letzten Endes der Kern der Cutanos auch werden sollte. Mit dieser Technologie in der Hand reichten wir dann 2019 gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft und der HU Berlin eine Patentanmeldung ein und konkretisierten dann auch unser Gründungsvorhaben. Als Investoren fanden sich zunächst der frisch gegründete Kahn Technology Transfer Fund und anschließend auch der Hightech-Gründerfonds aus Deutschland. Und hier beginnen dann nun auch die Zeichen der Zeit in Richtung Österreich zu zeigen, denn nicht nur, dass Christoph Rademacher mittlerweile einen Ruf als Professor an die Universität Wien bekommen hatte, ein Co-Investor des Kahn ist neben der Max-Planck-Förderstiftung auch der AWS, sodass ein Investment in eine Firma mit Sitz in Österreich auch kein Hindernis darstellen würde. Da für die angedachten zukünftigen Kollaborationsprojekte zwischen der Cutanos und der jungen Arbeitsgruppe für Molecular Drug Targeting von Herrn Rademacher eine räumliche Nähe natürlich von Vorteil wäre und zudem die Uni Wien uns auch die Möglichkeit anbot, dass wir uns in ihre Räumlichkeiten einmieten können, fiel dann die Entscheidung Mitte 2020 in die österreichische Hauptstadt mit Kind und Kegel zu ziehen. Um das benötigte Kapital für die erste Investmentsrunde dann auch zu sichern, konnten wir dann zusätzlich noch IstCube und einen weiteren privaten Investor hier aus Österreich für unser Konsortium gewinnen und mit an Bord holen. Da uns das Ausscheiden eines früheren Mitstreiters noch vor der Gründung leider ein wenig die kaufmännische Expertise nahm, holten wir uns dann gemeinsam mit den Investoren zunächst Herrn Michael Krebs als Interims-CFO mit an Bord und Christoph Rademacher und ich gründeten dann 2021 im Januar die Cutanos GmbH. Anschließend schätzen wir uns dann auch sehr glücklich, dass wir den AWS für unsere Sache begeistern konnten und ein AWS Seed Financing für die Cutanos einholen konnten. Mittlerweile ist das Team um 2 sehr talentierte Wissenschaftler und einen hochmotivierten technischen Assistenten angewachsen, was uns gestattet, auf ein großes kombiniertes wissenschaftliches oder einen großen wissenschaftlichen Erfahrungsschatz zurückzugreifen, der die Bereiche Immunologie, Biotechnologie, Materialwissenschaften und Chemie abdeckt. 2022 werden dann auch noch weitere Teammitglieder dazukommen, nicht nur um unsere eigenen, sondern auch die anlaufenden Co-Entwicklungsprojekte mit unseren Pharmapartnern voranzutreiben.
Aber die Entscheidung, nach Wien zu gehen, war natürlich nicht nur durch die räumliche Nähe zu meinem Mitgründer motiviert. Schlussendlich muss man natürlich auch die Familie und vor allem, wenn man ein kleines Baby hat, davon überzeugen, diesen großen Schritt in ein fremdes Land zu ziehen zu machen. Und dabei half es natürlich sehr, dass Wien seit 2015 durchgehend auf Platz 1 oder 2 der lebenswertesten Städte der Welt zu finden war und erst kürzlich durch die Corona-Pandemie einige Plätze hier einbüßen musste. Zudem hatten meine Frau und ich auch das Gefühl, dass ein Tapetenwechsel nach Jahrzehnten in Berlin uns auch ganz gut tun würde. Aus Gründersicht zeigt sich Österreich und insbesondere Wien ebenfalls als sehr attraktiv. Das wurde ja auch schon zur Einleitung hier angesprochen. Die allseits bekannten Förderprogramme von FFG, AWS und auch der Vienna Business Agency bieten gute Möglichkeiten, gerade hier im Life Science Bereich oft die risikoreichen Projekte mitzufinanzieren. Und wie ich dann auch schnell feststellte, bot sich auch eine spannende Infrastruktur, die sehr gute Unterstützung für junge Start-up bietet, nicht zuletzt auch durch die Austrian Business Agency, durch die wir auch bereits sehr gut vernetzt wurden, um beispielsweise für zukünftige Expansion neue Räumlichkeiten erschließen zu können. So, des Weiteren steht Wien auch aus wissenschaftlicher Sicht, vor allem in unserem Forschungsbereich, sehr, sehr gut da. Neben den großen Universitäten finden sich auch exzellente außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Wien und auch der Umgebung. Und ich persönlich finde, dass die Kombination aus diesen attraktiven Fördermöglichkeiten, Startup-orientierten Institutionen, die Gründern helfen, schnell Fuß zu fassen, und einer vielseitigen wissenschaftlichen Landschaft Wien in meinen Augen zu einem sehr, sehr interessanten Startup-Hub in Europa machen. Und ich hoffe, dass dieses Label auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird und die angesprochene Sicherheit der Förderinstrumente hier noch mehr Leute in die Region holen wird. Und ja, auch zu guter Letzt freuen wir uns durch unseren Umzug auch weiterhin, vielleicht noch enger mit unseren früheren Kooperationspartnern auch weiterhin zusammenzuarbeiten, die sich nicht nur in Wien, sondern auch im Westen Österreichs finden lassen. Mein Vortrag möchte ich enden mit einer mikroskopischen Aufnahme einer Langerhanszelle, die hier als rote Punkte dargestellt unser LCTDS aufgenommen hat. Und damit möchte ich mich auch nochmal recht herzlich für die Einladung und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Also ich bin ja gerade mal bei den wunderbaren Farben dieser Langerhanszelle und ich glaube, das fasziniert mich besonders. Das Grün und das Blau zusammen, wunderbar. Ich meine, was Sie uns alles in diesen 10 Minuten oder Viertelstunde mit auf den Weg gegeben haben, das hört sich ja an, dass es alles ganz easy ineinander gegriffen hat. Aber Sie haben natürlich den wirklich großen Vorteil auch, dass Sie so gut eingebettet sind in dieses ganze universitäre Umfeld. Das muss man ja sagen, was Sie in dieser kurzen Zeit an Vernetzungen haben, was Sie geschaffen haben, alles einzubinden, ist auch schon ungewöhnlich. Ich glaube, Frau Dr. Dobeda, und wir kennen auch andere Startups, die nach 2 Jahren oder sie sind ja quasi erst noch nicht mal 1 Jahr gegründet, die in dem ersten Jahr noch nicht so viel haben erreichen können. Also die anderen, die jetzt sagen, oh wei, das schaffe ich alles nie. Es geht auch ein bisschen langsamer und wir sind trotzdem für sie da und wir sind nur hoch. Ja, das ist ein ganz Ihnen zuzuhören und dieses Positive, was Sie alles mitgenommen haben, macht mich als Berlinerin natürlich schon ein bisschen traurig, dass wir Ihre Kapazitäten jetzt von Wien aus wahrscheinlich irgendwann hier wieder einkaufen müssen. Aber so what? Kombinationen und Kooperationen sind ja auch machbar und gerade österreichische Fördermodule und Möglichkeiten bieten ja auch an, Deutsche wieder einzubinden ins Fördersystem. Also von daher, ein Punkt hat mir gefehlt, als Sie gesagt haben, Sie mussten Ihre Familie überzeugen, ins Ausland zu gehen. Ich meine, ein Ausland wie Österreich mit der Sprache, mit der Lebensqualität, das ist ja, Sie mussten Ihre Familie überzeugen, in Urlaubsgefilde. Vielleicht kam das falsch rüber. Es war nicht, dass wir es überzeugen mussten, sondern die Tatsache, dass einfach Wien auch außerhalb von der Förderlandschaft natürlich eine unglaubliche Lebensqualität bietet, genau, hat diese Entscheidung nicht gerade schwierig gemacht. Genau.
Also liebe Sarah Alkan, jetzt haben wir unsere zweite Umfrage, bevor wir dann nämlich einsteigen. Und wir haben jetzt ja nun sehr viel gehört. Und wir fragen Sie jetzt, wie schätzen Sie Ihr Wissen zu den Fördermöglichkeiten in Österreich ein? Heute das erste Mal. Wir sind ja schon ein bisschen durch Frau Dr. Dubedan-Hermers hingeführt worden. Ich bin Einsteigerin oder Einsteiger und ich habe schon ein bisschen Ahnung. Sarah Alkan, Sie gehen mit uns jetzt eine ganz kurze Tour de Raison. Was gibt es, wen gibt es und was müssen wir mitbringen oder auch die Unternehmen, wenn sie in Österreich Förderung in Anspruch nehmen wollen? Also es kann jetzt nur noch besser werden nach diesem Vorlauf von unserem Gründer. Ist es doch, glaube ich, ganz easy. Ich freue mich auf die Ausführungen. Danke, Monika. Wie ich sehe, haben ja doch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon Erfahrung mit Förderungen. Ich hoffe also, ich werde Sie nicht langweilen in der nächsten Viertelstunde. Bitte gehen wir gleich auf die erste Folie. Dankeschön. Was sehen wir hier? Das Fördersystem in Österreich ist föderalistisch organisiert. Ja, ich sage es, wie es ist. Wir haben in jedem Bundesland eine regionale Förderagentur mit unterschiedlichen Angeboten. Aber wir haben auch bundesweit agierende Förderagenturen. Allen voran, und ich denke, das wird für Sie das Wichtigste sein, die Forschungsförderungsgesellschaft FFG und die AWS aus der Wirtschaftsservice. FFG vergibt Projektförderungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Die AWS ist so etwas wie die Förderbank der Republik Österreich. Hier erhalten Sie in erster Linie geförderte Kreditlinien oder auch Haftungsübernahmen für Kredite. Das einmal als Einstieg und ganz schnell. Ich möchte jetzt auf der nächsten Folie mit Ihnen einmal die grundsätzliche Logik für Innovationsförderungen anschauen. Innovationsförderungen sind, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene, nach einem sogenannten Technology Readiness Level, also dem Technologiereifegrad, organisiert. Wir sehen eine Skala von 0, wo es nur um eine Idee geht, bis zu 9, wo wir ein fertiges Produkt, ein Produkt, das die Produktionsüberleitung bereits hinter sich hat, vorfinden. Und wenn Sie die untere Hälfte dieser Folie ansehen, so werden Sie sehen, dass die FFG vor allem im TRL 1 bis 6, maximal 7 zu Hause ist. Ich habe schon erwähnt, FFG vergibt in erster Linie Projektförderungen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, und zwar sowohl im grundlagennahen Bereich als auch dann später in der Anwendungsforschung oder Anwendungsentwicklung. Während die AWS, und das sind jetzt die beiden blauen Pfeile, eher in späteren Stadien zu Hause ist, ich sage eher, weil das nicht ausschließlich gemeint ist, aber das Gros der Förderungen im Bereich der AWS bezieht sich auf Themen der Marktüberleitung, des Produktionsaufbaus. Also es geht hier um spätere Phasen. Aber schauen wir uns vielleicht einmal an, was sind denn so die Kriterien für eine Förderung? Und ich bitte dazu, auf die nächste Folie zu gehen. Genau. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Und die Kriterien sind wichtig für die Frage, sind sie überhaupt förderbar und wie viel können sie bekommen? Hier spielt zum Beispiel die Größe und das Alter eines Unternehmens eine Rolle. Aber auch der Standort. Wir haben Regionalgebiete, die höhere Limits aufweisen, also höhere Beihilfehöchstintensitäten als andere. Der Innovationsgehalt Ihres Projektes ist natürlich ganz entscheidend. Da geht es darum, wie neu, wie innovativ ist das, was Sie tun wollen. Und es geht auch darum, wie hoch ist das technische Risiko in dem Stadium, in dem Sie sich nun befinden. Und dann ist natürlich auch die Frage, relevant, arbeiten Sie mit Partnern zusammen oder entwickeln Sie etwas alleine? En gros, grosso modo kann man sagen, je jünger, je kleiner, je innovativer, je kollaborativer, desto höher kann eine Förderung ausfallen. Ich möchte auf der nächsten Folie darauf eingehen, was vor einer Beantragung besonders wichtig ist. In der Regel, nicht ausschließlich, aber in der Regel muss ein Förderungsantrag vor Start Ihres Projektes eingebracht werden. Und Sie müssen mit dem Antrag, den Sie einbringen, die Förderungsstelle davon überzeugen, dass Sie das Vorhaben auch tatsächlich umsetzen können. Was heißt das nun konkret? Es sollte ein konkreter Projektplan vorliegen. Das heißt, Sie müssen zeigen, dass Sie schon eine recht konkrete Idee davon haben, was Sie umsetzen möchten. Sie sollten zum Beispiel,
wenn Sie in Österreich neu starten, schon erste MitarbeiterInnen rekrutiert haben, bevor Sie einen Antrag abschicken, und auch etwaige Partner, die Sie brauchen sollten, definiert sein. Und ganz, ganz wichtig ist, dass Sie den nicht geförderten Teil Ihrer Aufwendungen finanzieren können. Eine Förderung auf nationaler oder regionaler Ebene betrifft nie 100% aller Ihrer Kosten. Ja, wir haben immer Förderungsquoten, die können 20% betragen, die können aber bis zu 80% Ihrer Kosten gehen. Den nicht geförderten Teil müssen Sie aber finanzieren können. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium vor der Beantragung einer Förderung. Ich möchte Ihnen zwei ganz konkrete Beispiele noch zeigen, nur damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was kann ich an Förderung erhalten und wie sieht sowas aus. Die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, hat ein langjähriges, ganz großes Standardprogramm, das nennt sich Basisprogramme. Hier können Unternehmen jeder Größe einreichen, auch jedes Alters. Und die Förderung ist themenoffen, das heißt, Sie müssen auch nicht in einem bestimmten Thema tätig sein. Es ist ein Förderprogramm für Forschungs- und Entwicklungsprojekte bis maximal zum funktionierenden Prototyp. Was müssen Sie nachweisen? Sie müssen zeigen, dass Ihr Forschungs- und Entwicklungsprojekt ein sehr hohes Innovationspotenzial hat, also dass Sie wirklich etwas Neues entwickeln. Sie müssen zeigen, dass es noch konkrete technische Risiken in Ihrem Vorhaben gibt. Das heißt, dass möglicherweise nicht alle Ihre Entwicklungsziele auch tatsächlich erreicht werden können. Und Sie sollten ein hohes Marktpotenzial aufweisen können. Die Förderung selbst ist eine Mischung aus einem Zuschuss und einem Darlehen. Den Zuschuss müssen Sie nicht zurückzahlen, das Darlehen müssen Sie nicht besichern. Der Mix hängt davon ab, wie alt Sie sind, wie groß Sie sind, ob Sie kooperieren und wo Sie zu Hause sind. Ich habe die Kriterien vorhin schon erwähnt. Zum Beispiel können Startups eine Gesamtfinanzierung bis zu 70% der Kosten erhalten und es können auch einzelne Bundesländer die Darlehensanteile auf bis zu 70% erhöhen, während der Regelfall eine 50% Finanzierung zur Hälfte Zuschuss, zur Hälfte Darlehen vorsieht. Sie sehen hier auch die Links zum Programm. Sie erhalten, wie gesagt, die Folien im Nachgang auch zugeschickt und können für Details da auch einmal reinschauen. Ich möchte auch noch ein Beispiel der AWS, der aus der Wirtschaftsservice, bringen. Herr Wawczynek, Sie haben diese Förderung schon erhalten. Da gratuliere ich Ihnen sehr herzlich, denn das ist nicht einfach. Ja? Also dieses AWS Seed Financing hat eine Erfolgsquote von maximal 20%. Das heißt, das bekommen wirklich nur Unternehmen, die sehr innovativ sind, gut aufgestellt sind, einen wirklich professionellen Businessplan vorweisen können. Und es müssen Unternehmen sein, die noch Startups sind, also jünger als 5 Jahre. Und es gibt hier Schwerpunktbranchen oder Schwerpunktthemen, nämlich zum einen IKT, dann Physical Sciences und Life Sciences. Den Businessplan habe ich schon erwähnt, den müssen Sie haben und der muss gut ausgefeilt sein, wenn Sie hier einreichen. Der Vorteil dieses Programms ist, dass Sie hier alle möglichen Kosten einreichen können. Ja, also das ist eine Förderung eigentlich zum Aufbau eines Unternehmens für Gründungskosten, für Markterschließungskosten, für ganz normale Betriebsmittel. Und die Förderung ist eine Hybridmaßnahme zwischen Zuschuss und Darlehen. Ja, also grundsätzlich müssen Sie die Förderung irgendwann zurückzahlen. Aber erst dann, wenn Ihr Unternehmen gut läuft, wenn Sie Gewinne haben. Sollte Ihr Konzept nicht aufgehen, dann entfällt auch die Rückzahlung und die Förderung wird in einen Zuschuss umgewandelt. Schauen wir vielleicht auf die nächste Folie. Ich möchte noch auf eine Maßnahme kommen, die Sie vielleicht aus Deutschland kennen, die aber in Österreich etwas anders ausgestaltet ist, auf die steuerliche Forschungsprämie. Sie können auf der steuerlichen Seite 14% all Ihrer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung als Gutschrift am Abgabenkonto erhalten. Das ist eine Maßnahme, die im Nachhinein beantragt wird, nämlich nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres. Sie reichen hier eine sehr kurze Beschreibung je Projekt ein, also das ist ungefähr eine Dreiviertel-A4-Seite, und geben die Kosten an, die Sie im letzten Wirtschaftsjahr für Forschung und Entwicklung hatten. Die Kriterien, wie ob etwas ausreichend innovativ ist, ob Sie ausreichend technische Risiken hatten, sind dieselben wie bei einer Förderung im FFG-Basisprogramm. Was aber interessant ist, Sie können hier
eine Kombination einreichen. Das heißt, wenn Sie eine Basisprogrammförderung erhalten haben bei der Forschungsförderungsgesellschaft, dann können Sie für den nicht geförderten Teil dieses geförderten Projekts, ja, wir haben ja gesagt, es geht nie eine 100% Förderung, sondern Sie haben einen Zuschuss von 19% oder von 30% und für die restlichen 70% können Sie auch für dieses Projekt die Forschungsprämie erhalten. Ich möchte vielleicht noch auf die Unterschiede zwischen der deutschen und der österreichischen Forschungsprämie kurz eingehen, weil es eben die Instrumente in beiden Ländern gibt. In Österreich können Sie fast alle Ausgaben für Forschung und Entwicklung einreichen. Also Sie haben Gehälter, nämlich inklusive aller freiwilliger Sozialleistungen, die dann noch am Lohnkonto zu finden sind. Sie können Investitionen einreichen, und zwar nicht über die Abschreibung, sondern Sie können die gesamten Investitionskosten bis gesamten Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung ansetzen. Auch das ist ein Problem. Sie können Sachkosten ansetzen. Sie können auch Gemeinkosten ansetzen, die entwicklungsrelevant sind, bis hin zu Finanzierungskosten. In Deutschland ist die Forschungsprämie beschränkt auf Löhne und Gehälter. Im Gegenzug ist die Prämienquote in Deutschland etwas höher, mit 25%, in Österreich etwas niedriger. Dafür haben wir aber in Österreich keine Deckelung. Ja? Und in Österreich ist die Forschungsprämie auch im Falle von Verlusten anwendbar. Das ist gerade für Unternehmen, die innovativ sind, die vielleicht einfach einige Jahre brauchen, bevor sie am Markt reüssieren können und die in den ersten Jahren Verluste schreiben, besonders interessant, weil es eine zusätzliche Einnahmequelle ist. Und in Summe können dadurch in Österreich meist deutlich höhere Prämienbeträge erreicht werden. Ich habe noch eine letzte Folie zur Forschungsprämie, damit Sie in etwa den Ablauf hier sehen. Sie sehen ganz links ein kleines blaues Kästchen, da steht Finanz Online drinnen. Das ist das österreichische Online-System des Finanzamtes, des Finanzministeriums. Und das ist auch dieses System, über das die Forschungsprämie beantragt wird. Die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, erhält ihren Antrag und prüft, ob es sich bei den Aufwendungen auf der inhaltlichen Ebene um Forschung und Entwicklung gehandelt hat. Ja, oder ob das nur, ich weiß nicht, ein bisschen anspruchsvolleres Engineering war, sage ich einmal so. Die FFG stellt dann ein Jahresgutachten aus, Sie sehen das hier in Rot, und meldet diese Informationen zurück ins Finanzonline, also an das Finanzamt. Das Finanzamt erlässt dann einen Bescheid an Sie. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein relativ einfaches System. Sie müssen hier nicht viel Text schreiben. Sie müssen einfach die Kosten zusammentragen und kurz beschreiben, was Sie gemacht haben. Sie können es im Nachhinein machen, was ein großer Vorteil ist, weil Sie dann schon wissen, was tatsächlich ausgegeben wurde, was tatsächlich gemacht wurde. Und das ist auch noch ein wichtiger Unterschied zur Projektförderung. Sie haben auf die Forschungsprämie einen Rechtsanspruch. Das heißt, wenn Sie eine Ablehnung erhalten, dann können Sie einen Einspruch schreiben, wenn Sie der Meinung sind, dass die Entscheidung eine nicht richtige war. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Folie vorbereitet, die ich nicht durchgehen möchte, die Sie aber erhalten. Sie sehen hier die wichtigsten Förderungsstellen jeweils mit dem Link, sodass Sie, wenn Sie konkret nach einer Förderung suchen und schon wissen, in welchem Bundesland Sie sich ansiedeln möchten, einfach auch einmal auf kurzem Wege nachschauen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich stehe für Fragen natürlich zur Verfügung. Liebe Sarah, das war ein nicht nur ein kurzer, sondern noch ein sehr klarer Ansage, was in Österreich machbar ist. Und das erste war ja, es ist die föderalistische Struktur, die haben wir ja in Deutschland auch, sind wir, glaube ich, hier gut mit vertraut. Nur was der letzte Punkt der steuerlichen Forschungsprämie ist wirklich hochspannend, weil nicht nur Löhne und Gehälter letztendlich da reingerechnet werden, sondern Investitionen und alle anderen Kosten. Eine Frage dazu von mir, wäre es denn nicht sinnvoll, wenn ich dieses Vorhaben Anfang des Jahres einschätzen kann, Anfang des Jahres schon mich an die FFG zu wenden, damit ich dann nachher so in etwa kalkulieren kann, mit was, wenn es genehmigt ist, ich rechnen kann? Oder ist es wirklich, sollte man es wirklich dann erst nach dem Jahresabschluss machen quasi? Ich empfehle es im Nachhinein.
Die Forschungsprämie wurde in Österreich 2013 reformiert. Und diese Reform sah ursprünglich beide Möglichkeiten vor, nämlich im Nachhinein einzureichen und sich vorab eine Bestätigung abzuholen. Dieses Vorabsystem wurde aber so gut wie nie genutzt. Ja, und bereits nach dem ersten Jahr hat auch die FFG dann empfohlen, das immer im Nachhinein zu machen, weil man einfach einen besseren Überblick hat. Okay, der Rechtsanspruch, der besteht, besteht dann, wenn die FFG grünes Licht gibt. Ja, der Rechtsanspruch besteht ganz grundsätzlich. Okay. Ja? Und wenn die FFG grünes Licht gibt, dann ist alles klar. Wenn die FFG kein grünes Licht gibt, dann kann man auf dem Rechtswege einen Einspruch einbringen, wenn man der Meinung ist, dass die Beurteilung der FFG hier vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe kurz erwähnt, man reicht sehr wenig ein, ja, eine Dreiviertelseite am Text. Und da kann schon passieren, dass man manche Aspekte nicht in der Tiefe ausarbeiten kann, wie es vielleicht notwendig wäre. Und wenn es zu einer Ablehnung kommt und man ist der Meinung, diese Ablehnung ist nicht gerechtfertigt, dann kann man über die üblichen Rechtsmittel einfach einen Einspruch einbringen und wesentlich mehr an Informationen einreichen. Das ist auch dann oft ein Hebel, um doch noch zur Prämie zu kommen. Und man kann, und nicht man, sondern unserem Unternehmen, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht ganz klar wurde, um all diese Forschungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, muss man in Österreich gegründet haben. Das ist richtig, ja. Genau. Ich meine, ich bin natürlich etwas erschrocken gewesen, als es immer hieß, Ihr Alter, aber das ging ja um das Alter des Unternehmens und nicht um das Alter des Gründers. Ja, man muss ja sehr vorsichtig sein bei bestimmten Fragestellungen. Aber ne, das ist ja die Voraussetzung und das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit von Dr. Dubeda und mir und unseren Kollegen zu sagen, okay, all diese Vorteile, die ja wirklich für sich sprechen, können aber erst in Anspruch genommen werden, wenn was ist. Wenn man eine GmbH gegründet hat, eine Betriebsstätte gegründet hat, was sind die Voraussetzungen? Für die Einreichung eines Antrages braucht man in vielen Fällen noch kein Unternehmen. Ja, ich kann auch als Unternehmen in Gründung einreichen. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass ich ein Unternehmen gegründet haben muss, wenn ich den Fördervertrag unterzeichne. Also wenn ich eine Zusage habe, bekomme ich einen Vertrag und bei Unterzeichnung muss es ein Unternehmen geben. Es gibt einige Ausnahmen. Es gibt eine Vorgründungsförderung bei der ABS zum Beispiel. Da darf man noch keine Kapitalgesellschaft haben, ja, sondern muss entweder als Personengesellschaft oder als natürliche Person einreichen. Aber in der Regel brauche ich ein Unternehmen, wenn ich die Förderung dann wirklich abwickle. Und das muss nicht zwingend eine Kapitalgesellschaft sein. Es kann auch eine Personengesellschaft sein. Und es gibt auf regionaler Ebene manche Instrumente, die verlangen, dass der Unternehmenssitz im Bundesland ist und eine Betriebsstätte nicht ausreicht. Okay. Aber das ist eher die Ausnahme. Okay. Und jetzt fragen wir Herrn Wawrzyniak. Sie sind ja sehr gelobt worden von Frau Alkan, dass es Gutanus oder im Vorfeld gelungen ist, mit der AWS eine größere Förderung zu bekommen. Haben Sie die beantragt oder hatten Sie einen, sagen wir, Förderexperten oder eine Expertin an Ihrer Seite, um da gut durchgeleitet zu werden? Ja, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Frau Alkan war mir gar nicht so bewusst, dass es sogar so ultra schwer ist, das auch die AWS mit an Bord zu holen. Wir haben, damit meine ich dann Herr Rademacher und ich, wir haben in erster Linie diesen Antrag geschrieben und Herr Krebs hat den kaufmännischen Teil da genauer angeguckt. Solche Anträge zu schreiben, war natürlich auch ein bisschen was für uns Neues, also vor allem in Richtung Businessplan. Aber wir haben die Gründung der Gutanus ja auch schon von langer Hand vorbereitet. Also wir sind ja seit 3 Jahren im Prinzip aktiv gewesen, diese Idee ins Leben zu rufen und haben halt auch auf dem Weg dahin schon viele wissenschaftliche Anträge geschrieben, die uns natürlich dann dabei auch geholfen haben, das Ganze zumindest so weit runterzubrechen, dass die entsprechenden prüfenden Organe auch verstehen, was wir eigentlich machen wollen. Sarah, Sie haben ja dieses Tableau aufgezeigt, für welches Stadium, welche Gesellschaft eigentlich vorrangig ansprechbar ist. Und wir haben ja nicht
so viele, sagen wir, wissenschaftliche Einrichtungen, die wir bei der Gründung begleiten, sondern es sind ja mehr Unternehmen, die einen Forschungsschwerpunkt haben oder sagen, oh, das ist super gut, da kann ich meine Softwareentwicklung in Österreich voranbringen und da ist das Umfeld entsprechend. Also heißt doch jetzt mal so von dem Blick, wenn wir das noch im Kopf haben, ist die AWS für Unternehmen, weil Marktnähe oder Produktions, sagen wir, Einstieg, ist die AWS dann mehr die Fördergesellschaft, mit der man sich befassen muss, oder sind, sagen wir, die Endstücken der FFG genauso relevant? Beide. Ja, die FFG ist eine dezidierte Wirtschaftsförderungsstelle. Also für wissenschaftliche Einrichtungen gibt es eigene Förderstellen, die reine Grundlagenforschung fördern. Die FFG fördert tatsächlich Unternehmen, aber auch in Unternehmen gibt es, Herr Wawczynek, Sie werden das wahrscheinlich auch bestätigen können, gibt es natürlich Zeiten und Jahre, wo man entwickelt, bevor man in den Markt geht. Ja, und genau für diese Entwicklungsphasen ist die FFG auf der Ebene der Projektförderung die richtige Anlaufstelle. Genau, vielleicht als Kommentar, die Kutanos ist ein reines Forschungsunternehmen zu dem Zeitpunkt. Also wir haben kein Produkt, was wir in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt bringen könnten, sondern wir entwickeln diese Plattformtechnologie und genau deshalb ergeben sich daraus auch die entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, aber sogar bis runter zur Grundlagenforschung. Also von daher ist da Frau Alkan genau auf dem richtigen Pfad. Das ist eher im Forschungsbereich hier bei uns anzusiedeln. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben kein Produkt bei Kutanos, aber die Plattformtechnologie, ich meine, Softwareprodukte sind ja auch Produkte, wenn man so will, kann man ja irgendwann auch, diese Technologie kann man ja auch irgendwann verkaufen, richtig? Genau, also genau, was wir im Prinzip haben mit einer Technologieplattform, ist etwas, was man auslizenzieren kann. Das ist halt abgedeckt durch den Patentschutz, den man und das Intellectual Property, was man sich sichert. Und natürlich kann die ganze Technologie im Ganzen natürlich auch, wenn das Angebot stimmt, verkauft werden. Aber zu unserem Business-Konzept gehört halt die Auslizenzierung und die Nutzung unserer Technologie und auch eine gemeinsame Entwicklung mit den Unternehmen, die an dieser Technologie interessiert sind. Denn das ist mehr als nur dieser kleine Ligand, den wir entwickelt haben, um in diese Zellen zu kommen, sondern es ist auch das Know-how, was damit dranhängt. Aber das, was wir ganz kurz mal gesagt haben, als Trost, sagen wir für mich als Berlinerin, Kutanos könnte ja bei den Forschungsvorhaben auch wieder, sagen wir, deutsche Partner in die Vorhaben einbringen und die könnten ja auch anteilig daraus finanziert werden, richtig? Daran? Das hängt wiederum vom Instrument ab, ja, sage ich einmal. Also grundsätzlich kann man natürlich kooperieren. Heutzutage kooperiert man ja auch nicht nur mit Ländern, die eine gemeinsame Sprache sprechen, sondern weltweit im Idealfall. Es gibt schon Restriktionen auf der Ebene der nationalen Förderungspolitik, ja, weil natürlich der Nationalstaat, der hier fördert, gerne hätte, dass die Wertschöpfung vor allem im eigenen Land passiert. Das heißt, hätte man ein Unternehmen, das nur entwickelt in Österreich und alle anderen Aspekte der Wertschöpfungskette woanders hat, dann hätte man sehr wohl ein Problem. Oder hätte man ein Unternehmen, das hier einen Teil entwickelt, aber sehr viel in andere Länder auslagert, ja, dann wäre das durchaus auch ein kritischer Punkt. Aber grundsätzlich kann man kooperieren. Wichtig ist, dass man darlegt, warum man einen bestimmten Kooperationspartner wählt. Ja, welche besondere Expertise dieser Partner mitbringt. Warum gerade dieser und nicht der, der im Nachbargebäude sitzt? Aber ich springe noch mal gerade, was wir ja noch nicht geklärt haben, oder wir haben geklärt, die Umfrage 1 zum Thema Haut. Was Sie nicht gesagt haben, was Sie uns im Vorgespräch haben, was uns so begeistert hat, dass ja die Haut ist ja der größte, was hatten Sie gesagt, ein Transporteur von was allem? Die Haut, genau, mir fiel dann noch am Ende des Vortrags ein, dass ich die Antwort auf die Frage noch schuldig war. Die Haut ist natürlich ist die einzige oder die erste Verbindung, die wir zur Außenwelt haben. Das heißt also, für uns ist die Haut die erste Schutzeinrichtung, die wir vor den dauernd attackierenden Pathogenen, die um uns herum sind,
aufwarten können. Und damit ist sie natürlich prädestiniert, solche Eindringlinge, von denen ich halt sprach, wie Viren, Bakterien, Pilzen abzuwehren. Und eine Antwortmöglichkeit war ja der Easy Access, der dazu kam. Also ein Easy Access ist die Haut überhaupt nicht und das ist auch sehr gut so, denn der Easy Access würde bedeuten, dass wir viel mehr Substanzen in uns eindringen lassen würden, als wir das eigentlich gerne hätten. Und vielleicht ist noch als kleiner Hintergrund, der auch für die Verwendung von Haut als Zugangspunkt, um eben medizinische Anwendungen zu machen, ist auch nicht einfach, denn die aller oberste Schicht über der Epidermis, das sogenannte Stratum Corneum, eine ganz hauchdünne Schicht von Hornplatten, die schützt uns enorm gut. Und zwar so, dass zum Beispiel das Auftragen von Medikamenten auf die Haut und das Eindringen in die Haut tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Also viel wird dort schon vom Körper einfach abgebaut. Auf der anderen Seite sind halt eben zum Beispiel solche Zellen wie die Langerhanszellen in diesen Regionen zu finden, die wirklich sehr begierig darauf warten, alles, was da reinkommt und was da nicht hingehört, sofort wegzugreifen und selbst bei kleinsten Mengen schon eine systemische Antwort, also das heißt, dass der ganze Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird, auszulösen. Und das macht es für uns halt so wahnsinnig spannend, weil die Haut ein faszinierendes Organ und auch das größte unserer Organe ist und zeitgleich diesen unglaublichen Wettlauf zwischen den Pathogenen und dem Organismus wirklich tatsächlich dann auch greifbar zeigt. Was ja auch spannend war oder was ich wichtig finde, dass Sie beschrieben haben, dass mit Ihrer Technologie es ja auch gelingt, dass man die Wirkstoffe, die wir brauchen oder die Impfstoffe, dass die individuell auch angepasst werden an die Anforderungen der einzelnen Person und dass wir nicht alle die Nummer X kriegen, sondern dass man da ja auch noch sehr unterschiedlich arbeiten kann, um genau das Thema, was ja viele so fürchten, es sind ja nicht quasi auch die Nadel, aber es sind ja die, sagen wir, bisher unbekannten Nebenwirkungen, aber dass man das da auch sehr durch eindämmen kann und dass man darauf hinwirkt, ich glaube, die personalisierte Medizin, was es ja letztendlich ist, dass dieser Weg damit beschritten wird, ich glaube, das ist klar total wichtig. Wenn ich von Cutanus was behalte, wäre das für mich im Moment das Allerwichtigste. Ich meine, ihr kleiner, cooler Typ, der hat mir schon gut gefallen, aber was Sie zwischendurch uns alles mit auf den Weg gegeben haben, das war ja so hochinformativ, aber das ist wirklich, glaube ich, für mich, dass ihr daran arbeitet, dass da der Weg hingeht und ein Punkt, und da sind die Österreicher, glaube ich, offener als die Deutschen, das hat Frau Dr. Dobiger ja auch gesagt, die Nutzung von Daten, auch die Nutzung von Daten zu weiteren Erkenntnissen. Das haben wir ja mit dem ganzen Thema der Krankenkarte, also dieses elektronischen Instrumentes, wo in Deutschland ja sehr viel Widerstand war. Ich glaube, da ist in Österreich doch ein anderer Kenntnisstand, dass man sagt, wir müssen Daten auch zur Verfügung stellen, damit eben die Entwicklung und die Forschung schneller vorankommt. Doris, du jetzt als Life Science und natürlich Lifestyle-Expertin. Das werden wir noch mal festhalten. Aber was ist dein großer letzter Hinweis auf die beiden wirklich, fand ich, grandiosen Ausführungen? A, was kann wie geforscht werden? Und B, warum ist die Haut so wichtig für uns, wenn man was sehr verkürzt? Also was die Haut betrifft, wenn ich da jetzt rausschaue in den Schnee, dann möchte ich die momentan lieber ziemlich bedecken. Ich möchte meine Haut schützen vor dem Schnee da draußen, aber ich möchte trotzdem noch die Mittagspause nutzen, schnell einen Schneeband da draußen zu bauen. Was Forschung und Entwicklung in Österreich betrifft, meine Botschaft an alle, die uns zuhören, wäre, egal was Ihre Ausgangslage ist, sprechen Sie mit uns drüber. Wir finden den richtigen Zugang für Sie. Und da komme ich jetzt nochmal auf den Easy Access zurück. Wir machen es wirklich einfach für Sie. Es ist jeder Fall individuell zu betrachten, aber dafür haben Sie uns an Ihrer Seite, dass wir das Richtige für Sie herausfinden. In diesem Sinne, herzlichen Dank an alle.
einen wunderbaren Tag mit Schnee, wo immer Sie sind. Wir werden die Aufzeichnung natürlich ins Netz stellen. Sie kennen unsere Adressen und ich kann Ihnen sagen, nutzen Sie bitte auch die Expertise von Frau Alkan, denn auch die österreichische Forschungslandschaft ist nicht so einfach alleine zu durchdringen und wir wollen ja, dass Sie am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Doris, Grüße an Wien. An Katrin, du lässt uns bestimmt gleich raus und es hat gut geklappt. Berlin ist eben internetfähig, nur dass Sie es mal einmal so sehen. Und ein Feedback bitte noch, was wir natürlich für unseren nächsten Lunch dann wieder verwenden. Hat Ihnen die Online-Session insgesamt gefallen? Und wie fanden Sie das Thema? Ich glaube, das Thema ist hochwichtig. Ich hoffe, dass Sie das überall sehr positiv bewerten. Und bei den Referentinnen und den Referenten kann ich nur sagen, grandios. Da wollen wir gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber wir werden bestimmt von denen, die uns gefolgt sind, auch noch dazu eine Antwort bekommen. In diesem Sinne, herzlichen Dank und auf unseren nächsten Lunch im nächsten Jahr. Und dann sehen wir weiter und gucken natürlich genau hin, was die Haut macht und wie die Förderlandschaft aussieht bei diesen älteren Firmen. Und ich glaube, wir werden es gut weitermachen. Danke an dieser Stelle aus Berlin und von Wien. Und es schneit draußen und der Winter kommt und wir haben eine gute Zeit. Und bleiben Sie bitte alle gesund und fröhlich. So.